Sundern im Sauerland. Hier ist das Elektrofachgeschäft von Clemens Becker Justes. Mit Stromsparen kennt er sich aus. Deswegen hat er seinen Laden umweltfreundlich aufgerüstet. Für 12.000 Euro. Stromfresserlampen raus, neue stromsparende Lampen rein. Und tatsächlich, Stromverbrauch ist gesunken, Stromkosten gestiegen. Also ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe investiert und habe viel Geld in die Hand genommen und dann kommt sowas dabei raus. 1.400 Euro mehr bezahlen, als wenn ich die alten Lampen drin gelassen hätte. Tja, nur weil man Strom spart, heißt das ja nicht, dass man Geld spart. Der Mann vom örtlichen Energieunternehmen erklärt das mal. Früher, als Herr Becker-Justes mehr Strom verbraucht hat und mehr Leistung in Anspruch genommen hatte, kam er in den Genuss einer ermäßigten Konzessionsabgabe. Und das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Durch die Konzessionsabgabenverordnung bekommen Großverbraucher einen schönen Rabatt auf ihre Stromrechnung. Aber leider ist Herr Becker-Justes jetzt viel zu umweltfreundlich geworden. Dafür gibt's natürlich keine Rabatte. Was nun? Ja, die Konsequenz ist, dass er entweder tatsächlich die höhere Konzessionsabgabe zahlt oder seinen Verbrauch wieder künstlich in die Höhe treibt, um dann in den Genuss der ermäßigten Konzessionsabgabe zu kommen. Also ich kann den Schwachsinn immer noch nicht begreifen. Ich spare CO2 ein, ich spare Energie ein und muss jetzt genau das Gegenteil bewirken, indem ich die Geräte einschalte, um über einen bestimmten Wert zu kommen. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt. Aber so senkt man eben Stromkosten. Alle verfügbaren Staubsauger auf volle Pulle. Das macht Herr Becker-Justes jetzt regelmäßig. Na bitte, Energieverbrauch steigt wieder und Stromrechnung sinkt. Das leuchtet doch ein.